Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Factorio. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen rumgewuselt und unser Ölgedöns wieder in Gang gebracht. In dieser Folge wollen wir uns ein bisschen den Schienen widmen. Zu diesem Zwecke probieren wir auch gleich mal unsere Splittergranaten aus. Haben wir jetzt ein paar von gebaut. Ich schmeiß mal eine dahin und beschädige direkt mal unsere Schiene. Das ist sehr gut. Okay. Das gefällt mir sehr gut, was wir hier gerade sehen. Jetzt haben wir uns selber Schaden gemacht, das ist natürlich auch hervorragend. Wir schaffen uns hier ein bisschen Platz im Wald. Bisschen bauen zu können. So. Die holze ich mal von Hand weg. Also ich habe eine Idee zu unserer ganzen Schienengeschichte, wie wir die modular fortführen können, um ja, wenn wir die nächste Bahnanbindung machen wollen, dass wir dann einfach nur noch Blaupausen setzen und unsere Roboter die ganze Arbeit machen lassen. Die Idee selber stammt nicht von mir, sondern ja, die kommt von einem anderen YouTuber, einem englischsprachigen YouTuber, wo ich mir das Video angeguckt habe. Beziehungsweise er macht es einfach im Let's Play. Und ich fand die Idee an sich sehr gut, deswegen habe ich gedacht, okay, von den Grundlagen her würde ich das gerne übernehmen für mein Let's Play. Wie das immer ist mit guten Ideen, die stammen in den seltensten Fällen von mir, sondern meistens von jemand anderem. Will aber so fair sein und denjenigen dann auch erwähnen hier, dass sich heißt ja hier. Klaust dir Ideen und sagst dann keinem, dass die geklaut sind. Ja. Ich würde gerne viergleisig fahren. Setzen wir jetzt erstmal die ersten vier Gleisstränge. So. Und dann möchte ich die Möglichkeit haben, zwischen den Gleisen zu wechseln, wenn irgendwo Hochbetrieb ist. Also ich ziehe das Ganze dann so hier rüber. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Das habe ich da gemacht, genau. Nochmal zur Mitte. Und dann führen wir das Ganze wieder nach außen. So. Und das gleiche machen wir hier dann auch. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass dieses Zugsignal nicht mehr funktioniert. So, jetzt setzen wir da noch Schienen hin. So, der Plan ist eine viergleisige Strecke. Und hier sollen die Züge vom einen auf das andere Gleis wechseln können. Um das umzusetzen, müssten wir gucken, dass wir irgendwie checken können, ob die Gleise überhaupt frei sind. Das schaffen wir, indem wir Zugsignale setzen. Und zwar hier möchte ich wissen, ist dieses Gleis frei und ist dieses Gleis frei? Hier möchte ich wissen, ist dieses Gleis frei? Bei. Das brauche ich hier eigentlich gar nicht machen. Ich kann mich hier locker entscheiden. Beziehungsweise der Zug kann sich entscheiden, möchte ich nach links oder möchte ich nach rechts. Hier in dem Fall könnte von da und von da ein Zug kommen und hier könnte es zur Kollision kommen dann. Von daher sollten wir hier dann Zugsignale setzen. Das machen wir hier dann auch nochmal.
Und dann haben wir das hier abgesichert, dass wenn hier Züge kollidieren könnten, dass das verhindert wird. Das gleiche machen wir hier auf der Seite nochmal. Das heißt einmal diese Richtung und einmal diese Richtung. Und dann einmal hier und einmal dort. So. Jetzt haben wir hier einen Zugabschnitt, den wir so als Blaupause übernehmen könnten, wenn wir das wollten. Hier ist aber jede Menge Platz in der Mitte, den wir eigentlich viel besser nutzen könnten als das, was wir jetzt hier haben. Deswegen setzen wir in der Mitte, wenn es denn die Mitte ist, einmal ein Roboterhangar. Können wir unser Logistiknetzwerk direkt mit dem Schienensystem zusammen erweitern. So, und dann wollen wir natürlich Strom haben auf dieser ganzen Geschichte. Das bringt uns der Roboterhangar nichts. Und zu diesem Zwecke gehen wir hin und setzen uns hier ein Umspannwerk und das müssen wir hier nach innen hin machen. Da und da. Und dann erweitern wir das nach unten. Hier und da und nochmal nach oben. Haben wir hier diesen Bereich komplett mit Strom abgedeckt. Was wir jetzt noch machen könnten, spaßeshalber, ist hier das Ganze noch miteinander verbinden. Dazu müsste ich. Ja, ich mache das mal hier mit den billigen Strommasten. Das kann erstmal auf Seite. Ja, das geht nicht. Okay, dann müssen wir es so machen. So und einen kleinen Mast dahin. Ein Must-have sozusagen. Da unten haben wir irgendwo ein Problem. Haben wir hier für ein Problem? Okay, hier sind Schienen beschädigt, die können wir mal gerade reparieren. Müsste mal gerade gucken, ob unser Zug noch fährt. Steht da rum. Müsste aber eigentlich fahren können. Okay, wird sich zeigen, ob der weiter funktioniert oder nicht. So, dieses Schienensegment wollen wir gleichzeitig nutzen, um Strom zu erzeugen. Und zwar setzen wir uns hier einfach ein paar Solarpanels hin. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Solarpanels haben wir da. Jetzt brauchen wir ein paar Akkus. Setzen wir dann hier hin. Und ein paar Lichter würde ich auch gerne setzen. Haben wir schon Lights irgendwo? Da. Stellen wir uns ein paar von her. Das aus und das dann. So, jetzt haben wir hier das Ganze zentral ein bisschen beleuchtet. Wir setzen weitere Solarpanels hier hin. Und die Lücken, die entstehen, wo wir keine Solarpanels bauen können, da setzen wir uns dann Akkus hin. Hier könnten wir eins bauen, da ist aber ein Zugsignal im Weg. Noch einen hin und hier. Warum ist das Zugsignal da im Weg?
Und da absichern. Da und da. Okay, hier haben wir ein bisschen weniger Platz als oben. Na gut, es ist nicht hundertprozentig symmetrisch dann. So. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Mal hier vorbei. Nee. Mal ganz außen rumlaufen, das ist auch toll. Hier kommen wir noch rein. Da kommen wir noch rein. So, jetzt haben wir das. Dann machen wir die Lücken zu mit Akkus. Da, und da kann noch einer hin. Hier haben wir noch Platz für zwei. Da passt keiner mehr. Da einen hin. So. Und da ist leider keiner mehr hin. Keiner hin. Okay, da kann einer hin. Ja. So, in der Form habe ich mir das Ganze vorgestellt. Wir haben jetzt Schienen, die Umspannwerke, Solarzellen, Akkus, hier unser Roboterhangar und dann haben wir noch Lampen. Und dieses System würde ich gerne nutzen, um ja, unser Schienensystem modular zu erweitern. Das heißt, wir können dieses Segment zum Beispiel dann weiterführen. Und wir werden noch diverse andere Segmente bauen. Jetzt ziehe ich mir da erstmal eine Blaupause von. Blaupause. Die schmeißen wir in unser schlaues Blaupausenbuch rein. So, das dahin und die Blaupause können wir uns auch dahin legen. Wir können jetzt hier im Prinzip diese Schienensegmente dann direkt von unseren Robotern bauen lassen. Und das da würde ich jetzt gerne an unser Logistiknetzwerk anschließen. So, Logistik. Irgendwo hier. Dann schaffen wir uns ein bisschen Strom hier rüber. Und wenn wir das nächste Segment setzen, dann sollte das komplett von unseren Robotern gebaut werden. So, bevor wir jetzt weitermachen und uns die nächste Blaupause ziehen, baue ich eine Produktion für Lampen. Mit dieser Produktion für Lampen können wir dann hingehen und uns ja, Lampen bauen, die dann halt auch automatisch da mit reinspielen und da direkt aufgebaut werden. Des Weiteren wollen wir herstellen unsere Zugsignale. So. Hier wollen wir gerne herstellen Lampen. Produzieren wir irgendwo schon Eisenstangen? Nee. Wir müssten dann hier zum Beispiel Eisenstangen herstellen. Machen wir uns wieder ein paar Kisten, damit wir ja unsere automatische Fabrik weiter betreiben können. So. Ein bisschen von diesem Krempel. Bisschen Platz machen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir. Die
brauche jetzt auch noch ein bisschen Platz. So, die kommt dahin und dahin. Dahin und. Ach komm. So. Jetzt nehmen wir unsere Ärmchen wieder zur Hand. Hier können wir dann ein weiteres Umspannwerk ansetzen. Also an der Stelle. So, hier brauchen wir Schaltkreise, Eisenstangen und Eisenplatten. Dazu nehmen wir Schaltkreise, machen wir 40. Eisenplatten machen wir mal 50. Und Eisenstangen machen wir auch mal 50. Hier brauchen wir nur Eisenplatten. Hier den begrenzen wir auf einen Slot. Und den begrenzen wir ebenfalls auf einen Slot. Zugsignale funktionieren mit Schaltkreisen und Eisenplatten. Das sind zwei Varianten von. Also nehmen wir unsere Fabriken zur Hand. Und machen das Ganze in der Form. So. Mache ich das am schlausten? Ich werde nochmal von jeder Kiste eine bauen müssen. Einmal dahin. Einmal dahin. So, und du machst mir bitte Zugsignale und du machst mir bitte Zugvorsignale. Hier hätte ich gerne 50 Schaltkreise und 50 Eisenplatten. Das Ganze begrenzen wir mal auf 2 Stacks. Die Signale kriegen wir schon ein paar. So. Jetzt sind wir theoretisch in der Lage, unser Zugsystem da zumindest geradeaus schon mal modular zu erweitern und gleichzeitig auch für unsere Stromversorgung die zu pushen. Müssen wir nur diesen Felsen da mal entfernen. Ein Fahrtelen da. So. Einmal Blaupause gesetzt. Und dann dauert das einen Augenblick und dann müssten unsere lustigen kleinen Bauroboter kommen und hier alles platzieren. Noch einen längeren Moment dauern. Müsste mal gucken gehen, ob die Schienen auch in der Anbieterkiste sind. Doch müssten sie eigentlich sein. Ja, da kommen wir. Oder? Ne, das sind Solarzellen. Das wir haben jetzt hier so, wenn wir gerade ausbauen, haben wir einfach so eine Schlangenlinie, wo Züge beliebig nach rechts und links wechseln können. So. Jetzt können wir hier natürlich in der Form nicht viel machen. Was ich gerne hätte, wäre ein
Ja, so ein T-Stück, was wir bauen können, das könnten wir vielleicht hier unten dann mal erstellen. Das werden wir auch tun. Sind eisenmäßig sehr gut versorgt erstmal. Also können wir die Bahnstrecke mal unterbrechen. Schließen wir dann später wieder an. Jetzt versuchen wir mal unser Glück. Das Ganze gerne hier anschließen. Und da anschließen. Könnten hier eigentlich auch einen vollwertigen Kreisel bauen. Das wäre eigentlich auch noch eine Maßnahme. Wir wollen einmal hier in die Base, aber wollen auch die Möglichkeit uns offen halten, dass wir in die andere Richtung noch erweitern können. Von daher machen wir jetzt hier erstmal sowas wie einen Kreisel. Und dann haben wir eigentlich auch schon fast alle Segmente, die wir erstmal brauchen. Weil eine T-Kreuzung an sich ist ja einfach nur ein Kreisel, wo eine Seite halt fehlt. Das heißt, wir haben keinen Nachteil, wenn wir da auch einen vollwertigen Kreisel hinsetzen würden. An der Stelle, wo wir uns in drei Richtungen ausweiten wollen. So. Das Ganze in die Richtung nochmal. So und so. So. Jetzt haben wir hier die inneren Gleise, die können hier dann lustig im Kreis fahren. Das Problem an der Sache ist, wir wollen ja irgendwie auch noch nach außen. Jetzt nehmen wir noch ein paar Gleise hin. Das müsste eigentlich gehen, so wie ich das vorhabe. Das kommt weg. Und dann möchte ich gerne dahin. Ja. Ich habe mich gerade gewundert, warum das nicht so gut funktioniert, aber müssen wir hier auch noch ein bisschen verlängern. So. Das Schöne ist, dass ich dann rein theoretisch hingehen kann und nehme diese Blaupause hier. Und könnte die dann hier wieder dran setzen. So, man könnte dann in diese Richtung da erweitern zu der gegnerischen Base. Und ja, so würde ich das Ganze gerne aufbauen. Und hier müssten wir eigentlich dann schön in die Base fahren können und hier einen großen Bahnhof errichten. Und das sollte funktionieren. Also, wir kommen jetzt hier nicht aufs äußere Gleis, ist aber nicht weiter tragisch, das werden wir noch fixen. Heißt, wenn ich ja, hier diese Abzweigung ist halt blöd. Das heißt, die werden wir dann hier unten irgendwo anflanschen, vorerst. Und ja, dann sehen wir weiter. Gut, ja, hier werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter bauen, werden das Ganze mit unseren lustigen Solarzellen füllen.
Das heißt die Mitte, das müsste die Mitte sein. Also Strom drauf, Solarzellen dran und dann haben wir hier einen Kreisverkehr mit Solarzellen, wo unsere Züge dann durchfahren können. Ja. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt hier diese Variante, die wir jetzt hier gerade bauen. Das ist jetzt für diese Blaupausen zu erstellen erstmal ein bisschen tricky. Aber wenn es dann mal soweit ist und das hier alles läuft und funktioniert, dann wird das sicherlich eine ganz coole Sache. Von daher, ja, ich freue mich schon drauf, hier weiterzubauen. Gerade hier mal so ein bisschen so. Dann hätte ich das gerne da und da. Und dann noch hier und da. Ja, ich bin gerade ein bisschen angefixt, hier weiterzumachen. So. Da und da. Ja, ich glaube, ich muss eins weiter nach außen. So, genau. Das machen wir gerade mal fertig und dann beende ich die Aufnahme. Wenn ihr wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Es würde mich auch mal interessieren, wie euch die Variante hier von den Schienensystemen gefällt. Ob ihr das cool findet, ob das irgendwie eher boring ist jetzt im Moment. Ja. Lasst mir einfach einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.